So, meine Lieben, hallo zusammen. Wir fahren jetzt mit der Pinja ins Krankenhaus in Esslingen. Da kann man so eine Kreißsaalführung machen. Es gibt eins in Nürtingen, aber da gibt es keine Kreißsaalführung in dem Sinne, sondern einfach so ein Video auf der Homepage. Aber in Esslingen gibt es die Möglichkeit, dass man einfach vorbeiguckt, vorbeischaut, wie das alles aussieht, wie der Kreißsaal aussieht, wie die Hebammen dort sind, wie die Ärzte dort sind, und dann wollten wir einfach mal mit ihr da vorbeischauen und gucken, ob sie sich dann später in ein paar Monaten dort wohlfühlt. Genau. So, da kommt sie schon. Da kommt die kleine Pinja. Hallo. Ich habe alles mitgenommen, ja. Ich gucke mal. Guck mal. Vielleicht vergisst du es was. Nee, ich vergesse nichts. Ach so, heute oder gestern oder war vorgestern, gab es die Wahlen. Oh, jetzt hat sie. Gab es die Wahlen in Thailand. Und die Party von der Pinja Move Forward hat gewonnen. Wie heißt der Peter? Ja, Peter. Ja, freust du dich? Ja, noch nicht. Wir sind noch nicht sicher. Ja. Weil in Thailand haben wir nie Schritt. Viele Schritte. Ja, viele Schritte. Ja. Man muss warten. Weil in Thailand Thailand Structure, how to say? Die Struktur. Ja, wie Schrank, weil verstehen Sie? Schlange. Nicht wie in Deutschland. Okay. Sie brauchen 60 Tage zu zahlen. Zahlen. Yeah. Wie viele Punkte? Zu zählen. Ja, okay. Yeah. Nee, auf jeden Fall freut sie sich, dass der Move Forward praktisch jetzt gewonnen hat. Die Pua Thai, die Roten, sind jetzt Zweiter, und auf jeden Fall kommt was Neues auf das Land zu. Manche sagen, es wird besser, manche sagen, er kann nicht viel ändern. Also, es gibt ja immer Pro und Contra, genauso wie in Deutschland. Aber ich bin mal gespannt, neues Gesicht, der bringt auch bestimmt neuen Wind in die ganze Sache dort. Das ist neue History. Das ist neue Geschichte für Thailand, genau. Und zum Glück kann er ja Englisch, ich verfolge den auch. Und wie Native Speaker. Genau, ja gut, wie Native nicht, aber nicht schlecht, er kann sehr gut ich Englisch. Ich meine, in Grammatik alles, ja, genau. Aber Pronunciation, genau. Grammatik alles. Der hat ja studiert auf der Harvard University. Neu-Zeeland. Das ist ja eine der besten Unis der Welt. Auf jeden Fall, ja, ich verfolge nur das, was er jetzt so sagt, dass er das Land entwickeln möchte, dass er halt das Land wirklich attraktiver machen möchte für die Wirtschaft. Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Also, jetzt sind wir mal unterwegs. Davor machen wir aber einen kleinen Stopp beim Norma. Die Pinja hat da Kartoffeln gesehen. Die sind wohl irgendwie, sehen lecker aus und sind nicht teuer. Achso, sie wartet jetzt noch auf den Einkaufswagen. Kommen Sie. Frau Bitch, kommen Sie. Übrigens, ich wollte mal wirklich Danke sagen zum Urs für die Unterstützung. Der unterstützt uns eigentlich regelmäßig und vielen, vielen Dank dafür. Noch Eis an mich. Voll. War voll, ja? Mhm. Ja, okay. Was kostet es? 4,49. Ja. Was noch? Vielleicht brauchst du etwas für Arbeit. Ja, dann nehme ich mal das hier. Ich muss nicht hocken. Genau, dann kann ich das morgen in der Mittagspause essen. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Ich habe Durian von Heike Chef gesehen. Bestellt, ja? Genau. 0,5 Kilogramm, 23 Euro. Wie viel? Halbes Kilogramm? Ja, sehr teuer. Ja? Ich dachte 1 Kilogramm. Nein, halb. Sehr teuer, aber ja, musste ich essen. Wie kann man machen? Ja, aber der Urs hat uns eine Spende gegeben. Ich habe das schon erwähnt, deswegen. Urs, deine Spende geht auf den Durian. Welcher? Urs.
Was ist Wurz? Wurz, das ist sein Name. Ah, ja, ich möchte sagen, dass vielen Dank für Donation oder was? Für die Spende? Ja, yeah, so für Ihre Freundlichkeit. Freundlichkeit, ja. Ja, für mich und für Russland, für unsere Kanäle. Ja, so gehen wir. Mann, stinkt das Teil. Und ich hau. Also, das riecht wirklich unglaublich. 27 Minuten. Ja, für uns riecht es sehr gut. So. Ja. Für uns ist gut, ist okay, egal. Das riecht richtig schlecht. Also, das riecht wirklich schlecht. Ja, die ja. Verfaulte ja. Eier mit irgendwelchen Zwiebeln. So einen Dreck habe ich noch nie. Bitte halt. Vielleicht mag das ja gut sein, aber das riecht einfach nur scheiße. Gut, bitte. Okay. Pinja. Ich weiß. Ich habe sozusagen gesagt, darf ich im Auto essen? Ein bisschen. Und, ja oder nein? Und dann habe ich aufgemacht. Und er hat gesagt, nein. Nicht so stark für ihn. Aber für mich okay, passt okay, nicht schlecht. Ja, jetzt ist schon spät, fast 10. Wir waren fast, ja, 1 Stunde 45 Minuten. Die Polizei steht auch da. Und hat es dir gefallen? War interessant, oder? Schon ein bisschen. Ja, ich habe nur dieser erste Platz gekommen. Ja. Ich bin. Ja. In Nordhingen habe ich auf dem Video geguckt. Ja. Aber natürlich, auf dem Video ist besser. Besser? Ja. Im Leben ist doch besser. Auf dem Video, wir sehen nicht so viel. Ja, ja, genau, ja. Das stimmt. So sieht's aus. Und jetzt fahren wir Richtung Kirchheim. Aber natürlich, Esslingen vielleicht besser. Hier hat es halt Kinderklinik. In Nürtingen gibt es keine Kinderklinik. Hier hat es Kinderklinik. Ein bisschen weit weg. Mehr weit weg als Nürtingen. Weiter weg, ja, genau. So, 5 Euro haben wir fürs Ticket bezahlt und jetzt geht's nach Hause. 4,50, ja. Für eine halbe Stunde. Ja. Leute, habe ich diese Nudeln gekauft, ja? Ich habe eins schon gegessen. Half Kilo hat geschrieben, ja? Half Kilo 100 Gramm. 500 Gramm. Hat gekostet, zwar 23 Euro. Und ich habe eins probieren, natürlich, esse ich in Thailand besser, aber hier ist in Deutschland so, kann man nicht so viel wählen. Ja. So, man muss einfach essen. Nicht schlecht, aber nicht so wow. Nicht so wie in Thailand. Mhm. Aber kann man essen. Russland, willst du probieren? Ja. Hast du deine Hand gewaschen? Ja, gib mir ein bisschen. Mhm. Reiß ab. Ja? Du weißt ja, was besser ist. So ein bisschen mehr. Viel brauche ich nicht. Weil ich lasse lieber für dich, das ist teuer. So. Durian? Schmeckt gut, wie cremig. Aber riecht? Riecht nicht so gut, aber schmeckt sehr gut, wie Creme. Mhm. Wie Creme und Vanille, irgendwie sowas. Mhm. Schmeckt sehr gut. Wir haben besseren Geschmack. Besseren Geschmack. Mhm. Also für mich schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Ja? Ich denke mal, das ist für mich einer der... Also die Frucht ist eine der besten Früchte. Das ist cremig, Vanille... Ist sehr, sehr gut, aber riecht halt nicht so toll, aber gut, es schmeckt schon gut. So sieht es aus. Das zergeht halt an der Zunge, das ist wie, schmeckt sehr gut, für mich sehr gut, ja. Wir haben besser. Nächstes Mal gehen wir, aber Sie müssen gehen in der Zeit von Durian, verstehen Sie? Ich denke, diese letzte Monat mit anfangen. Von letzten Monat. April, ja. Und dann jetzt. Und dann wieder weg. Und dann kommt noch
ich weiß es nicht, komm zweimal pro Jahr, ich denke. Schmeckt sehr gut. Also für mich die beste Frucht, wahrscheinlich, die ich hier probiert habe. Ich mag sehr Mangostin und dann mag ich sehr Mango auch, aber Durian ist natürlich schon besser. Ich esse ich nur einmal, dass du natürlich schon vor Jahr für mich, dass wie Leute wie ich hast keine Arbeit. Ja. Also ich kann nicht 23 für ein für halb Kilo 23 oh, ja. Fast jeden Tag oder jeden Morgen, das ist passt nicht. Einmal pro Jahr ist genug. Nein. Ja. Ja, ah. aber du möchtest ja das öfters essen. Und thailändisch immer träumen auf die, das Obst von Deutschland zum Beispiel, von Erdbeeren, Blaubeeren. So. Raspberry. You know? Ja, ja, ja. ja. Wir sind in Deutschland und dann wir träumen auch Thai Obst. ja. Nee, aber schmeckt sehr gut. Für mich schmeckt sehr gut. Also, euch auch einen guten Appetit, unsere Lieben. Tschüss. Luca, alles gut, Luca. So, jetzt sind wir hier beim Tierarzt. Der Luca hat Angst, weil überall Hunde sind. Was meinst du? So, jetzt hast du bessere Übersicht. Luca. So, unsere Lieben, jetzt sind wir hier nach Hause gekommen. Die Pinja chillt mit dem Luca und der Luca hatte Folgendes. Also, der Tierarzt meinte, das ist jetzt nicht schlimm, was er hat, aber der hat irgendwas in den Bronchien. Das kann auch chronisch sein. Und wenn das schlimmer werden sollte, dann kriegt er so ein, wie so, man kann sich das vorstellen, wie so ein Asthma-Spray, ja? Und dann muss man halt hier das aufmachen und dann halt reinsprayen. Aber im Großen und Ganzen ist nichts Schlimmes. Er ist ganz gesund. Er ist ganz gesund, genau. Die Ärztin ist eigentlich, war auch sehr, sehr nett, ja. Mhm. Die Frau Schliegel, die war wirklich top. Die hat auch gesagt, ja, die hat sich so gewundert. Ich habe sie fragte, was der Luca ist. Dann habe ich gesagt, ja, meistens Reis und Fisch. Und dann sagt sie, ja, dann jetzt habe ich auch was Neues gelernt. Das Katzenreis essen, ja? Sie hat gelacht. Ja, sie hat gelacht, genau. Und wir haben es ja neu um 20 Euro. Ja, 30 Euro, ja, genau. Ungefähr, ja. Aber gut, dank dem Urs ging die Rechnung vom Lukas Kosten auf den Urs. Danke euch. Euch schön. Schönes Wochenende, schönen Sonntag. Heute haben wir Samstag, morgen ist Sonntag. Schönes Wetter ist da. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund.